Hi und herzlich willkommen bei Kunstklick. Mein Name ist Jakob und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, ich hatte überhaupt keinen Bock aufzuräumen und das ging den Leuten auf diesem Bild wohl ziemlich ähnlich. Guckt euch mal den unteren Bereich des Bildes an. Da herrscht ja komplettes Chaos, was da alles rumliegt. Hier, ein Ritterhelm, ein Buch, eine Karte, alles voller Scherben, eine Palette, ein Degen. Hier in der Ecke ist sogar ein Totenschädel. Also ich habe sowas jetzt nicht einfach mal so rumliegen. Übrigens passiert auf dem ganzen Bild sehr viel. Ihr seht insgesamt 7 Personen und die alle sind in einem Atelier. Ein Atelier, das ist der Ort, wo Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Und genau das passiert hier. Der Mann ganz links zeichnet. Und zwar zeichnet er diese beiden Männer. Der kleinere reicht dem größeren gerade eine Flasche rüber. Allerdings finde ich die Körperhaltung irgendwie ein bisschen unnatürlich. Wenn ich jemandem eine Flasche gebe, dann sieht das so aus und nicht so. Außerdem geht da jemand mitten durchs Bild. Kennt ihr diese Leute, die einem voll durch Selfies latschen? Daran erinnert mich das ein bisschen. Hier hat sich der Maler Johann Peter Hasenclever selbst gemalt. Von ihm ist nämlich dieses Gemälde. Ganz rechts ist noch ein Mann, der sehr entspannt wirkt. Aber das Wichtigste passiert hier. Da kommt nämlich Kaffee und vor allem Kekse. Woo! Kekse! Das Atelier kann man ja auch problemlos vollkrümeln. Bei dem Chaos. Aber keine Kekse im Museum. Hier soll es ja schließlich ordentlich bleiben. Tschüss.